Sonntags ist Lufthansa Group Update. Heute feiern wir Geburtstag. Eurowings Discover ist ein Jahr fliegenderweise in der Luft. Dann geht es weiter. A380er Hagelschäden. Etwas problematisch für die Lufthansa. Lufthansa ist immer noch unpünktlich an den Flughäfen, also weit weg von den 85%, die sie erreichen wollen. Dann sind die Passagierservices weiterhin eingeschränkt. Krankenstand ist hoch, aber wir haben natürlich auch gute Nachrichten, weil ihr beschwert euch ja immer, dass ich so negativ bin. Dreifache Punkte beim Miles & More Partner Frankfurter Flughafen, Dieselon Lufthansa Business Class Europa und wir haben natürlich einen Neuzugang bei der Lufthansa Aviation Training oder Flight Training. Und zwar ist das die 787-9er als Simulator, also zumindest Boeing hat da geliefert. Wobei es ja nicht Boeing ist, sondern ein Dienstleister, der solche Sachen herstellt. Mein Name ist Lars. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch heute am Heiligen Sonntag natürlich denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommentiert, kommentiert, kommentiert. Dann muss ich auch einmal hier natürlich den Lautsprecher ausmachen, weil sonst habt ihr ja immer das Gefühl, dass ihr Nachrichten kriegt, aber es ist bei mir. Weiter geht's mit dem ersten Thema. Eurowings Discover ist ein Jahr in der Luft. Vor genau einem Jahr hat Eurowings das Licht der Welt erblickt, zumindest wenn man es fliegenderweise betrachtet. Denn am 24. Juli 2022, nee, das war 2021, wurde dieser Flug von Frankfurt nach Mombasa aufgenommen und ist dann weitergegangen nach Sansibar. Der Flug sollte einmal pro Woche stattfinden, was er auch gemacht hat. Und mittlerweile hat man nach eigenen Angaben 158 wöchentliche Abflüge. Am ersten Geburtstag von der Lufthansa-Tochter gibt es 24 Flüge auf der Kurz-, Mittel- und auch auf der Langstrecke. Also insofern ist da die Discover etwas ausgeweitet. Mittlerweile gibt es 40 verschiedene Destinationen im Langstreckennetz in verschiedenste Länder. Die Flotte besteht aus 17 Flugzeugen. Das sind natürlich 10 Airbus A330 sowie 6 A320. In den nächsten Tagen soll der siebte Mittelstreckenjet ausgeflogen werden, also eingeflottet werden, also ausgeliefert werden. So. Und weiter sind natürlich auch Flugzeuge von der Finnair im Wet Lease unterwegs, zum Beispiel als Las Vegas als Strecke. Oder die Air Baltic mit den 220ern sind da auch unterwegs. Und es sollen noch 321er von der Finnair dazukommen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind die schon relativ interessant und gut. Eigenen Angaben nach hat man bislang 1 Million Fluggäste durch die Weltgeschichte geschubbert. 1300 Beschäftigte in allen Bereichen, im Cockpit, in der Kabine, aber auch in der Verwaltung. Und man fliegt ab München und Frankfurt. Natürlich sind das Warmwasserziele. Ja, was wollen wir sagen? Lass uns heute diesen Tag feiern, nicht so negativ über Eurowings sprechen. Also insofern ist das in meinen Augen doch eine schöne Sache. Wenn es dann weitergeht, gehen wir zur Lufthansa-Gruppe und zwar müssen wir dann mit dem 380er vorlieb nehmen. Der 380er wird ja von vielen von euch wieder erwartet. Ihr hofft darauf, dass ihr in der First Class Platz nehmen könnt in dem Flugzeug und leider gibt es schlechte Nachrichten. Nicht, dass das Flugzeug nicht kommt und dass man sich das in Frankfurt anders überlegt hat, sondern es gibt Hagelschäden. Die Flugzeuge sind abgestellt worden in Teruel bzw. auch in anderen Bereichen und dann ist es halt einfach so, dass die da Hagelschäden bekommen haben. 6 davon sollen halt, wie gesagt, zurückgehen an den Hersteller. Die Nummern hatte ich euch letztens ja auch gesagt, also welche das waren. Und ja, die 5, die zurückkommen sollen, muss man halt einfach gucken. Und dieses Unwetter, was mit dem Hagel da war, in der spanischen Region hinterließ Schäden bei mehreren dieser Jets leider. Also das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, hey, wir ziehen den einen raus. Und jetzt muss einfach mal untersucht werden. Ein Check muss sowieso gemacht werden. Aber bevor man dann zum Dellendoktor geht, ist das natürlich interessant. Man muss halt einfach gucken, was dann noch für Schäden sind, weil die Standzeiten sind ja auch Zeiten, wo sich so etwas kaputt steht. Ihr kennt das ja von der Bundeswehr, da macht man ja auch alle 6 Monate Bewegungsfahrten.
damit sich das nicht kaputt steht. So ist das halt einfach. Man muss halt einfach gucken, weil viele Fluggesellschaften haben auch massive Schäden schon bei den Flugzeugen festgestellt, die so geparkt waren. Der Krankenstand bei der Lufthansa ist immer noch relativ hoch. Am Boden 30-40%. Solche Zahlen hört man. In der Luft sind es dann noch 10%. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Warum? Ganz einfach. Weil wir natürlich, wenn wir schon zu wenig Personal haben, sowohl fliegend als auch am Boden, und dann Leute noch krank sind, ist das eine Riesenbürde. Und damit multiplizieren sich dann die Probleme. Deshalb hoffen wir einfach darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen, die uns einchecken, aber auch in der Luft für Sicherheit sorgen, bald wieder gesund sind und am Arbeitsplatz da sind. Da könnt ihr was dazu tun. Ganz einfach und zwar ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Seid einfach nett und lieb und seid höflich und zuvorkommend. Aber das seid ihr ja immer, oder? Also insofern da nichts anbrennen lassen in Form von schlechtem Benehmen. Dann gibt es noch sogenannte Passagierservices. Passagierservices sind Services wie zum Beispiel Haustiere, die mitgenommen werden können, oder ein UM, also ein Kind, was ohne Begleitung fliegen kann. Ich habe das ja auch oft genommen und genutzt als Kind. Das nennt sich dann bei der Lufthansa der Rotkäppchen-Service, weil die Damen eine rote Kappe getragen haben. Oder war es Rotkäppchen und dann haben sie erst eine rote Kappe getragen? Ich weiß es nicht, aber hat nichts mit dem Sekt auf jeden Fall zu tun. Es ist halt einfach so, weil alles bei der Abfertigung so überlastet ist, dass diese Services wirklich nur eingeschränkt angeboten. Oh Gott, heute wieder, ne? Darauf erstmal einen Schluck. Angeboten werden. Und natürlich, wenn man zu wenig Personal hat, dann kann man solche Dienstleistungen auch nicht anbieten. Und gerade bei Haustieren, da gibt es ja auch eine Geschichte aus den USA von Air Canada, weiß jetzt nichts mit Lufthansa, die haben das Dilemma gehabt, dass die einen Passagier ausgeladen haben, seine Katzen sind in die Bälle gegangen und die sind dann in Los Angeles gelandet, glaube ich, aus San Francisco, eins von beiden war es. Und der Kollege war in Toronto und hat Air Canada gesagt, du hol die mal ab. Und er konnte nicht mitfliegen. Warum? Ganz einfach, weil es da so ein Problem mit seinem Ausweis bzw. Einreise gab. Wer das nicht in den USA kennt, es ist so, wenn man aus Kanada kommt, Vancouver oder Toronto zum Beispiel, da gibt es schon eine Immigration für Amerika, dann wird der Flug nämlich in USA als Inlandsflug gewertet und so ist das da passiert, er kam nicht an Bord und dass die Katzen mitgeflogen sind, war natürlich unglücklich, Gepäck nicht, aber Katzen geht. Deshalb ist es halt gut, dass die Lufthansa da keine Tiere mehr im Frachtraum transportiert, damit es da nicht zu Problemen kommt, aber wie wir ja wissen, ist in Frankfurt eh das mit dem Frachtbetrieb nicht, ist zumindest ein Problem, also ich glaube, dass das von der Einschränkung her immer noch so ein Thema ist. Schauen wir uns dann nochmal an, wie das mit der Lufthansa ist und den Pünktlichkeitswerten. Die Lufthansa sagt ganz einfach, sie wollen pünktlich werden. Ein Pünktlichkeitswert von 85% ist der, den man anstrebt. Aber im Moment schafft man das gar nicht. Man hat das Problem, dass im Moment nur jeder vierte Flug pünktlich ist. Das liegt natürlich daran, weil viele natürlich überlastet sind, aber auch, weil gerade mal 41,2% der Flüge in den vergangenen Wochen pünktlich waren. Das heißt also maximal 15 Minuten Verspätung. Das ist so wie bei der Bahn. Und man muss das sich einfach angucken, dass gerade der Verkehr in Deutschland von der Lufthansa da diese Probleme verursacht. Sogar die Bahn schlägt sich wesentlich besser. Die Frage ist natürlich, wie soll das da weitergehen? Weil wenn man sich die Bahn anguckt, die hatte sogar einen Pünktlichkeitswert von 63%, fast mit 62,7. Ich weiß jetzt nicht, weil sie in der Star Alliance sind, ob es da halt dann einen internen Battle gibt. Aber man muss halt gucken, dass man die 85% bekommt. Selbst innerhalb der Gruppe gibt es da Unterschiede. Swiss hat 47,3% erreicht und wenn man dann weitergeht nach Wien, die haben eine 56%ige Quote. Leider weiß ich jetzt nicht, ob das auch eine 15 Minuten Kulanz gibt oder nicht, aber normalerweise kenne ich das von Cruise nur so, wer pünktlich ist, ist zu spät, heißt also 5 Minuten vor der Zeit ist das, was angesagt ist. Dann geht es weiter, ein Riesenthema sind natürlich die Koffer. Ich hatte ja letztens berichtet mit den schwarzen Koffern, dass man sich da etwas rumheulend argumentiert hatte. Aber wenn man jetzt einfach mal guckt, was da passiert bei der Lufthansa oder bei der Austrian,
ist es halt an den Flughäfen im Moment nicht wirklich lustig, weil wenn man da durch die Reihen geht, ein Kollege hatte auch aus den USA berichtet, der ist nach Europa geflogen, um seinen Koffer abzuholen. Er konnte das mit seinen AirTags tracken, wo die sind. Und United konnte denen nicht sagen, wo der Koffer ist. Der war lustigerweise in Düsseldorf und er ist dann da durch die Reihen gegangen, was er sagte. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr Gepäck stinkt. Ja gut, wenn die Leute da natürlich Lebensmittel drin haben und das ist auch lecker warm jetzt, dann stinkt die ganze Sache. Also ekelhaft. München hat ja auch gesagt, was stinkt, wird rausgeschmissen. In Düsseldorf war man anscheinend da nicht so empfindlich, wenn es um olfaktorische Sachen geht. Auch Flughäfen wie Wien sind da relativ easy durch den Sommer gekommen, in Schwechat. Man hat das Gefühl, dass es da besser läuft. Berlin ist auch easy durchgekommen, läuft auch besser entgegen meiner Erwartung. Ich dachte, das wäre so ein schwarzes Loch. Aber man muss hier Ehre, wem Ehre gebührt, Wien natürlich da sagen, das ist tipptopp. Jetzt, wenn der Koffer weg ist, und es sind ja tausende herrenlosen Koffer mittlerweile innerhalb der Lufthansa-Gruppe alleine unterwegs, dann muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wir müssen uns bei denen ja melden. Aber viele Probleme entstehen dadurch, dass man sich gar nicht da melden kann. Es reagiert keiner auf E-Mails. Wir haben von Kunden, wenn wir E-Mails schicken, teilweise E-Mails, ja, wir haben Ihre E-Mail erhalten, leider konnten wir sie nicht in der richtigen Zeit abarbeiten. Tut uns leid, aber wir haben ja schon gesehen, dass das Problem gelöst worden ist. Ja, hey, natürlich ist das Problem schon gelöst worden, weil wenn der Flug heute geht und wir müssen gestern was klären, dann ist nach 2 Wochen zu spät. Also das ist halt unglaublich. Und dadurch, dass halt wirklich keine Kontaktaufnahme möglich ist, gerade für die Passagiere ohne Status, das ist ein Riesenproblem. Natürlich, die Anrufe sind riesengroß und ich hatte auch eben im Forum gelesen, dass einer gesagt hatte, ja, ich habe innerhalb von 15 Minuten mein Thema lösen können und musste auch gar nicht lange am Telefon warten. Hey, top, top, top. Aber für viele ist es halt wirklich so, dass sich das Anrufvolumen erhöht hat. Und dadurch, dass diese ganzen Anrufe, und jetzt kommt wieder Lufthansa-Sprech, komplex sind, zumindest komplexer als normale Zeiten, dann dauert das natürlich etwas, wenn man am Flug, am Telefon die Leute hat. Weil wenn man sich das einfach anguckt, statistisch gesehen greifen heute Kunden zum Hörer und die einzelnen Anliegen sind halt länger. Und wenn man dann weitergeht, dann ist das halt einfach so, dass es 10 Fluggäste gewesen ist, dass einer angerufen hat bei 10. Ja. Heute ist es einfach so, dass es ganz anders ist, weil sich da bei der Austrian Airlines zum Beispiel die Passagiere öfter melden. Man hat die Kapazitäten natürlich erhöht, aber das Problem ist doch einfach, ihr produziert das ja auch selber. Wenn ihr einen Flug storniert oder sowas, dann müssen die Leute sich doch bei euch melden. Also ich weiß nicht, was da das Problem ist, dass man jetzt rumheult. Auf jeden Fall sollte man da auch automatisieren und sollte auch vielleicht mal gucken, dass diese E-Mails beantwortet werden, damit man auch das Gefühl hat, dass da was passiert. Nichtsdestotrotz sollte man wirklich solche Sachen wie das Tracking etwas mehr automatisieren. Das heißt also, dass die Lufthansa oder die Fluggesellschaft halt weiß, wo der Koffer ist. Das ist vielleicht die Lösung. Da müssen wir doch einfach mal gucken. Als nächstes Thema haben wir die Lufthansa Aviation Training. Und die Lufthansa Aviation Training hat jetzt den ersten 787 Full Flight Simulator bekommen, nämlich die FFS ist das. Und wenn man sich das anguckt, natürlich ist das Ding nicht von Boeing hergestellt, sondern es ist vom britischen Hersteller L3 Harris in Crawley. Wenn ihr einen Flugsimulator haben wollt, so ein Ding kostet mehrere Millionen, hat ein Gewicht von 14 Tonnen, braucht auch ein bisschen Platz, nur damit ihr das wisst. Übrigens neben dem Hyatt Hotel in Frankfurt am Flughafen und dem Elements, ich glaube, es ist jetzt ein Best Western, da war ja ehemals diese Condor-Basis und die Condor, oder beziehungsweise zumindest Headquarters, und da gab es ja auch einen Simulator. Da wären die baulichen Maßnahmen noch da. Also wenn ihr das mietet, könnt ihr da euren Simulator reinbringen. Schöner am Flughafen Nähe wäre ja dann auch einfach, dass man das vielleicht vermieten kann. Auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass die Einflottung natürlich von der 787 ja schon lange geplant war, jetzt sich auch voraussichtlich noch ein bisschen weiter verzögert. Aber der Simulator ist da, die Crews können ausgebildet werden und das ist doch eine geile und eine gute Nachricht, dass es hier einfach weitergeht. Was gibt es noch zu sagen? Es kommt dann nochmal im Herbst ein Flight Training Device dazu. Das muss das der 787, was auch ab Oktober 2022 bereitstehen soll. Und diese modernen Trainingsgeräte sind natürlich bei der Lufthansa die ersten, die eingebaut worden sind. Kein anderer hat sie vorher bekommen. Schön.
wenn das klappt. Dann wollen wir weitermachen. Das nächste Thema ist dreifache Meilen Frankfurt Flughafen. Ihr hattet ja festgestellt, dass die Freunde von Heinemann da so ein bisschen ausgecheckt sind, aber jetzt gibt es halt die Möglichkeit, vom 11.07. bis zum 31.08. dreifache Miles and More Meilen am Flughafen Frankfurt zu sammeln. Wie funktioniert das? Erstmal ist es so, dass ihr pro Meilen je 1 Euro Umsatz bekommt. Da gibt es einige Shops, die teilnehmen. Ganz wichtig, Servicekarte vorlegen oder die Service, also diese App, Geschichte vorlegen und Läden, die daran teilnehmen im Duty-Free, sind vor Ort des Frankfurter Flughafens zum Beispiel 40 Shops Duty-Free wie Relay, das sind die, Relay, das ist auch geil, Relay ist glaube ich ein Fahrradhersteller, Relay, das sind die Freunde, die Zeitungen und so weiter verkaufen, Hugo Boss, dann Hub Convenience, Essensangebote gibt es auch, Besucherservice bei Business und VIP-Services, die machen auch mit. Aber auch wenn ihr online beim Frankfurter Flughafen Airport parken macht, nicht vergessen, die Miles & More Nummer anzugeben, auch gültig für Airport-Shopping im Internet. Also viele, viele Möglichkeiten, das zu machen. Ausgenommen sind banderolierte Tabakwaren, pfandpflichtige Getränke logischerweise, Presse- und Buchartikel, wobei wenn Relay damit macht, die haben noch Presse- und Buchartikel, aber hey, who cares for details, und dann verschreibungspflichtige und zahlungspflichtige Medikamente sowie Einkaufstüten. Ja, ganz genau, also ganz wichtig, Tüte, keine Punkte, keine Meilen. Der Frankfurter Flughafen ist natürlich damit interessanter Punkt zum Umsteigen, für uns auch zum Shopping. Da kann man natürlich auch mal aus dem First-Class-Terminal rüber tippeln und fertig. Noch mehr weitere gute News heute wäre ein Deal. Da kann ich nur die Freunde von frankfurtflyer.de empfehlen. Die haben immer geile Deals, geile Sachen. Lest den Blog, abonniert den Newsletter von denen, gebt ihnen Liebe und Support. Und den Deal haben die auch gefunden, den ich euch einfach mal bringe. Die Kurzform ist ganz einfach. Von Nürnberg aus nach Lanzarote ab 317 Euro. Dann Gran Canaria 329, Teneriffa 329, Marrakesch 320, Agadir 320, alles in der Buchungsklasse wie Paula. Gibt also 100% der Meilen. Ganz, ganz wichtig. Was gibt es sonst dazu noch zu sagen? Nürnberg ist halt ein Flughafen mit Busbetrieb. Ihr fahrt da im Bus, wenn ihr über München fahrt, mit dem Flughafenbus. Da gibt es aber auch wenigstens mehr Meilen. Und man bei Frankfurt Flyer legt man Wert darauf, dass man sagt, die Flüge sind billiger ab München, als ab München, also insofern interessant, spannend. Und man kommt in Nürnberg auch relativ einfach zum Flughafen. Ich überlege, ich bin ja früher ab Nürnberg sehr oft abgeflogen, als ich bei der Bundeswehr war. Das ist ja schon im letzten Jahrtausend gewesen. Da bin ich mit der Bahn dann reingefahren. Das war nicht sogar ohne Fahrzeugführer, also quasi so ein bisschen wie so eine Drohne auf Schienen. Heute wieder am Ende, 24.07. ist heute. Danke, dass ihr geschaut habt bei Frequent Traveler TV Takeoff, der Lufthansa Group Update Sonderausgabe. Schade, dass ihr nicht dabei sein könnt hier im Studio. Ich habe hier wieder einiges geändert, man sieht es leider nicht. Aber nichtsdestotrotz denkt an den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem ganz, ganz wichtig, liken und kommentieren und... Stammtisch, 13. August. Also, bis dann. Ciao.